und wir sehen das Unheil schon kommen. Die Untoten sind da. Ich frage mich, wann genau sie sich an uns vorbeigeschlichen haben, aber hey, Spiellogik. So, erstmal dich beseitigt. Vielleicht war es der Ilya. Ilya hat sie alle angesteckt. Moasul ist jetzt... Hallo? Was war das denn gerade? Der hat's ja mal voll drauf gehabt, der Kerl. Moasul ist jetzt frei von Leuten, weil jetzt alle zu Untoten geworden sind. Denn Ilya, der Spion der Untoten, hat sich die jetzt vorgenommen. Mal kurz ein Stück weggehen, um noch ein bisschen Kraft zu tanken. Die sind ja zum Glück schön langsam. Oh. Es sind wirklich viele. Sehr viele. Aber Treppe hochkämpfen ist geil. Das geht gut. Da können sie sich nämlich nicht wehren. Und wir treffen eigentlich immer. So. Ja, treffen immer. So viel dazu. So. Da war er aber standhaft. So, dann tauschen wir mal bitte die Rollen. Und an... was? Was war das denn? Andersrum kämpft sich's besser, deswegen tauschen wir sehr gern und spielen nun von unten nach oben. Was machst du denn, Held? Das ist ja unglaublich mit dem Kerl. Was macht er denn? Ich versteh's nicht. Ganz ehrlich, was tut er? So. Ich weiß nicht, was der für Standprobleme hat manchmal. Das leuchtet mir nicht ganz ein. Aber zum Glück ziehen die uns mit ihren blöden Stöckchen ja nicht so viel ab. Gerade auch, weil wir jetzt die neue Rüstung haben, da geht das ein ganzes Stück besser. So, und hier sieht es doch ganz friedlich aus. Schön, wie Moasul da im Hintergrund liegt. Gut, wir gehen mal nach Westen. Denn dort müssten die größeren untoten Herde sein, würde ich denken. Jetzt mache ich doch erstmal das mit den Untoten hier in den Ruinenfeldern und kümmere mich später um den Tempel von Al-Shaddim, würde ich sagen. Und Speicher nicht vergessen. Ich meine, es sind halt bloß Zombies, ne? Aber man sollte nie zu leichtsinnig werden mit denen. Das ist gut, wenn erstmal zwei davon stehen bleiben. Kommt. Setzt den Stich ins Leere und dann geht's los, mein Kleiner. Oh, du hättest aber erstmal den hier fertig machen können. Sehr gut. So, jetzt bist du dran und dann der andere, der jetzt schon so bereit steht hier bei mir. Genau. Ist jetzt einer weggelaufen gerade oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Nee, ist nicht. Okay. So, jetzt du erstmal, weil du gerade so günstig auf der Treppe stehst. So, und ich frag mich gerade, was hier oben... Ach so, natürlich, hier ist das Lager gewesen von den Orks, die hier den Tempel ausgeräumt haben. So, haben wir das? Wenn ich die Orks jetzt teilweise verschont hätte, dann müsste ja eigentlich, dann hätten sie ja theoretisch die Untoten drum gekümmert, oder? Da hätte ich mir ja gar nicht die Mühe machen müssen. Und wir sehen schon, es kann sich etwas in die Länge ziehen hier. Denn es sind wirklich, 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 wirklich viele Untote, die hier freigelassen wurden. Ein ganzes Stück mehr, als sich im Tempel befinden, was ich irgendwie total unlogisch finde. Vor allen Dingen auch, weil sie ja schlecht an uns vorbeigekommen sein könnten. Wir sind ja straight to the bottom von oben an. Also ich weiß nicht, wie genau das jetzt gehen soll, dass die an uns vorbeigekommen sind und jetzt die Welt hier terrorisieren. Aber hey, es wird schon irgendwie gehen. Die können sich bestimmt porten, die Schweine. So. Na komm. Wehr dich nicht dagegen, mein Kleiner. Du hast sowieso keine Chance. So, hier drüben ist keiner, oder? Sieht nicht danach aus. Dann lassen wir die Ecke auch so, wie sie ist und gehen nicht extra erst darunter. Sondern wir kümmern uns nun weiter um den Westen. Dort sollte der Hauptteil der Untoten irgendwo rumlungern. Okay. Da haben wir den nächsten. Ha, Hossa. Doch so wenige, das ist aber schön. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Na super.
Und das Blöde ist, man kann ja nicht mal warten und sie langsam einzeln rankommen lassen, weil die einfach ewig brauchen. Da wird man ja gar nicht mehr fertig. Ach komm, was soll's. So, legen wir uns gleich mit allen auf einmal an. Einfach, weil wir es können. Können wir es denn auch, ist die Frage. So, ich will eigentlich gar nicht alle auf einmal bekämpfen, ehrlich gesagt. Na komm. Einmal rein in die Masse. Mal gucken, was wir so an Fleisch rausschneiden können. Feldherr der Untoten. Aha, hier haben wir schon den ersten Anführer. Die sehen also auch nicht anders aus als der Rest der Bande. Es gibt nämlich ein paar Feldherren der Untoten. Die führen hier die ganze Masse an. Offenbar gibt es nämlich doch eine Hierarchie unter den Untoten. Hatte ich ja schon mal angeworfen. Irgendwann die Frage, gibt es denn eine oder nicht? Es gibt Feldherren unter ihnen. Und offenbar löst sich die... Ja, aber. Lasst mich erstmal rausgehen. Offenbar löst sich die Armee von denen tatsächlich auf, wenn man die tötet. Ich weiß es nicht, aber scheint mir bald so. Gut, speichern zwischendurch. Ja, und deswegen ist natürlich die Aufgabe, töte die Feldherren. Die würden wir jetzt von Merdarion kriegen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt gerade keine Lust, erst an allen vorbeizugehen hin zu Kaios Höhle, um dann dort die Aufgabe von Merdarion zu kriegen und dann wieder zurückzulaufen. Ist irgendwie sinnlos. Aber mal gucken, vielleicht kommen wir auch so irgendwie noch dran vorbei, bevor wir alle untoten Feldherren... Huch, du bist aber ein komischer Untoter. Bevor wir alle untoten Feldherren getötet haben, dann können wir das vielleicht noch entgegennehmen, bevor die Aufgabe abgeschlossen ist. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um den Untoten, der sich als Snapper verkleidet hat, würde ich sagen. Komm her! Ich krieg dich noch! So, wunderbar. Und der letzte von der Bande noch. So, einmal drauf, bevor er uns hier den Stich zusetzt. Na aber. Jetzt aber. Na komm schon. Geht doch. So, und das Fleisch vom Snapper nicht vergessen. So, wunderbar. Weiter geht's. Immer weiter gen Westen zieht es uns hinaus. Dort steht alles zum Besten. So sieht es jedenfalls aus. Fürs Erste. Bis wir auf das freie Feld treten, wo Heerscharen von Untoten herumlungern. Gut, lebensvoll, dann können wir eigentlich direkt loslegen. Nach der Speicherung natürlich. So, die stehen noch ein bisschen auseinander hier. Mal gucken, ob sie das auch bleiben. Oh Gott, das ist ja noch mal ein ganzes Stück mehr. Ja, das kann ja super werden. So, erstmal zurückweichen, damit wir die zwei hier ein bisschen separieren können wenigstens. So, gut. So habe ich mir das doch gewünscht. Okay. Und da kommen die ersten schon wieder von dort. Dann wenden wir uns einfach mal in die andere Richtung. Willst du mich denn verarschen? Na komm, so. Was haben wir jetzt? 4 Stück. Ja, das sollte machbar sein. Mal wieder was gesoffen zwischendurch. Und weiter geht's. So. Manchmal geht mir diese KI echt auf den Sack von den Gegnern. Weil die schon ganz schön unfair manchmal ist. Gerade wenn man gegen so viele kämpft. Da hat man manchmal gar keine Chance, irgendwie zurückzuschlagen. Oder sich rauszuwinden. Wenn man einmal getroffen wurde, dann geht es immer im Wechsel hack, hack, hack. Und dann sollte man sich sehr glücklich schätzen, wenn man irgendwie wieder rauskommt dabei. War jetzt natürlich auch gerade blöd von mir, einen Trank zu trinken. Ich hätte eher auf das Fleisch vertrauen sollen. Wobei ich gerade sehe, ich habe gar nicht mehr so viel Fleisch. Ja, das ist halt das Blöde hier in den Gefilden. Die Monster geben zu großen Teilen kein Fleisch ab. Abgesehen von den Snappern. Deswegen bin ich auch immer so scharf darauf, gerade die Snapper auszunehmen. Und wenn man gegen die Untoten kämpft, dann hat man sowieso die Arschkarte, weil man von denen gar nichts bekommt. Nicht mal von den Feldherren, nicht wahr, mein Kleiner? So. Die halten auch ein ganzes Stück mehr aus, wenn wir uns das mal so anschauen. Da muss man schon ein bisschen öfter draufhauen, bis die mal umfallen. Mal gucken, 280 Erfahrungspunkte. Ich weiß gar nicht, was man normalerweise für die kriegt, aber wir werden es gleich sehen. 160, okay, das sind nochmal 80 mehr. So, nix da. Quatsch, 80, was erzähle ich denn? Das sind nochmal 120 mehr.
Also ist doch nochmal ein ganzes Stück mehr an Erfahrung, was man für die Feldherren kriegt. Ist auch recht so, würde ich sagen. So, dich noch und dann können wir mal weiter. Ich glaube, es sind 5 Feldherren insgesamt. Also 2 haben wir jetzt schon. Will mal kurz gucken, ob man vielleicht doch irgendwas von denen nehmen kann. Sieht aber nicht so aus. Finde aber süß, wie sie da liegen. Sehen so ein bisschen aus wie die Piktogramme bei den Olympischen Spielen, wenn man hier so Laufwettbewerbe hat oder sowas. Oder er winkt oder sowas. Ja, die sehen so aus, als ob sie winken. Sie laufen durch die Gegend und winken uns zu. Gut, Westen, 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 da lang. Oder gehen wir... Nee, wir gehen mal da oben lang. Weil ich der Meinung bin, hier auf den offenen Feldern in den Ruinen, da gibt es die ganzen Gegner. Deswegen mal hier lang. So, schauen wir mal. Da hätten wir natürlich vielleicht auch uns das ganze Gekämpfe gegen die Sandcrawler sparen können. Weil die vielleicht ein bisschen mit den Untoten aneinander geraten wären. Andererseits hätte es natürlich auch genauso gut sein können, dass die in friedlicher Koexistenz nebeneinander vegetieren und darauf warten, sich gegen uns verbrüdern zu können. Was natürlich noch beschissener gewesen wäre. Sieht aber so aus, als ob die sich gar nicht hier berühren vom Lebensraum her, beziehungsweise Unlebensraum, wenn man es bei den Untoten so nennen will. So, und dann kümmern wir uns erstmal hier um die kleine Varan-Familie. Allen voran der Feuerwaran, der so schön ausweicht hier immer. Da, macht er. So. Ja, wir können das mit allen Vieren gleichzeitig aufnehmen, während sie um uns herum stehen und uns umringen. Das macht gar nichts. Weil wir es können einfach nur. So, ich weiß gar nicht, ob die Varane uns Fleisch geben. Das wäre natürlich schon geil. Ihr seht, ich bin ein bisschen fleischgeil, weil ich einfach... Nee, verdammt. Weil ich einfach verdammt knausrig mit den Heiltränken bin. So, egal, wir sammeln den Mist trotzdem mit ein. Kann man ja alles irgendwann mal gewinnbringend verkaufen. So. Mal kurz wieder was gefressen. Okay. Die Lurker können mir jetzt mal gestohlen bleiben gerade. Die können da rumstehen und weiter vor sich hin existieren. Die sind mir egal. Was macht denn dieser Schakal hier immer? Der rennt immer bloß dumm durch die Gegend. So, gucken wir mal. Ja, Lurker kann bleiben. Hier vorne, das sieht doch... Nee, nee. Keine Lust. Das sieht doch geradezu prädestiniert für Untote aus. Wobei, hier steht ja normalerweise Hassan rum. Nee, dann dürften ja auch keine sein. Das wäre ja doof, wenn die Untoten uns die Questziele wegschnappen würden. Von daher ist es schon klar, dass hier eigentlich niemand sein kann. So. Gucken wir mal. Da lang würde ich jetzt mal nicht gehen. Ich probiere es mal mit dem Weg. Nee, wir gehen mal hier lang. Je breiter die Wege, desto wahrscheinlicher, dass dort Untote hausen, würde ich jetzt mal so ganz spontan, ganz dreist behaupten. Außerdem kommen wir so bei Merdarion vorbei. Davon ist ja schon Kaios Höhle. Das bietet sich ja gerade an. So, ich weiß, ich könnte jetzt mal wieder meine Ausdauer dann doch mit einem Trank versehen, wieder auf Normalniveau bringen und die Krankheit heilen. Ich habe aber gerade keine Lust, ehrlich gesagt. Ach, nee, komm schon. So, den beseitigt. Davon, die nehmen wir jetzt auch noch mit. Solange es keine Sandcrawler sind, nehme ich die noch gern so nebenbei mit. Oh, sind ja doch ein paar mehr. Das erinnert mich an gute alte Zeiten in Myrtana zurück, als es noch Aufgaben gab wie töte die Lurker am Fluss. Davon sind wir hier weit entfernt. Hier sind das schon ein ganzes Stück weitertragende Missionen. Hier muss man gleich mal eine ganze Untoteninvasion aufhalten. So. Haben wir das? Unser Leben sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, hier ist ja auch nichts mit Untoten. Dann gehen wir jetzt einfach mal zu Merdarion, würde ich vorschlagen. So, hier vielleicht noch was. Hier ist ja auch so ein schön großes freies Feld. Nicht so, okay. Wo kommen denn jetzt eigentlich die ganzen Varane her hier, muss ich mal so fragen. Die waren doch vorher noch nicht da. Wir sind doch schon mal hier lang. Also nicht, dass die mich jetzt irgendwie hier aufhalten würden, aber ist schon irgendwie fraglich, wo die jetzt alle aufgetaucht sind. Woher, ne?
Wenn ich dran denke, in Gothic 1, als man noch das Ulumulu herstellen sollte, da war das eine der vier großen Bestien der Feuerwaran. Da war das noch richtig heftig, gegen die zu kämpfen. Und hier latzt man die mal so nebenbei mit weg. Na gut, was soll's. Hier sind ja auch die Schattenläufer zum Kanonenfutter geworden. Von daher, es ist ja die generelle Bewegung dahin, dass halt alles so nebenbei mit weggehauen werden kann. Gut, oh, das ist ja gar nicht Kaios Höhle. Es sei denn, Kaio hat sich in einen Wüstenläufer verwandelt, ganz plötzlich. Aber ich würde sagen, den nehmen wir uns jetzt trotzdem mal mit vor.